So, Freunde, wir sind wieder zurück und neben mir Alice, die Ehrenfrau. Es wird mal wieder Zeit, mit euch zu reden, Freunde. Denn es werden wieder ein paar Fragen beantwortet. Wir sitzen auf unserem imaginären Sofa. Aber, Freunde, wir haben, beziehungsweise ich habe über Insta eine Fragerunde gestellt und es sind ein paar geile Fragen dabei und ich dachte mir, wir haben euch was zu erzählen und eure Fragen werden natürlich beantwortet. Dementsprechend heute Q&A mit Alice. Applaus. Ich habe natürlich die Fragen, Fuchs wie ich bin, rausgesucht und Alice noch nicht erzählt, welche Fragen es werden. Denn wir wollen die erste Reaktion dazu haben. Dann können wir gleich mit der Frage von Robot Sheep einsteigen. Sind schon Mini-Polacos geplant? Die Eröffnungsfrage schlechthin. Es wurde so oft gefragt, ob wir heiraten wollen, Kinder kriegen Aber wollen, warum? was Sache ist. Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe oder ich dachte mir, vielleicht kannst du das ja beantworten, weil ich denke mir auch, wir sind Anfang 20, am Anfang unserer Beziehung, am Anfang unserer Karriere. Hast du aber geplant, dass die schon auf dem Weg sind oder geplant? Ich weiß auch nicht, plant man Ich bin sowas? einfach nur fett geworden. Und deswegen denkt jeder, ich bin schwanger. Plot-Twist. Plot-Twist. Nee, aber ich weiß nicht, ob man sowas plant, keine Ahnung. Ich bin da noch nicht so weit, aber Mini-Polacos hätte ich auf jeden Fall irgendwann, dick unterstrichen, irgendwann auf jeden Fall Lust drauf. Aber ich habe es schon öfters gesagt, ich glaube, ich kann auch für dich sprechen. Wir wären ein Elternpaar, was erstmal den Kindern was bieten will und nicht unüberlegt irgendwelche Kinder auf die Welt setzen will. Deswegen Ich finde, erstmal ein das war schon bisschen. viel zu viel gesagt. Ganz einfach, wir sind ja 24. Keine Ahnung, warum brauchen wir dann schon kleine Kinder? Ich rede zu viel, Freunde. Richtig, so kurz. Freunde, ihr habt die Antwort. Man kann auch ohne Kinder und heiraten glücklich sein. Kann man zum Beispiel auch. Really Daniel, ist Alice stolz auf dich? Nee, also geht gar nicht. Nee, aber wie ist es so? Ist man da schon stolz, weil man irgendwie, du trägst ja maßgeblich zum Erfolg auch bei. Wenn ich dann so bei Olympia so platziere jetzt wie dieses Jahr und wärst du auch Ich bin stolz auf schon mich, wäre sehr ich Letzter geworden? ehrlich, wenn du alles gibst, dann schon, weil du kannst ja nichts dafür. Ich bin sehr stolz auf Diplomatisch. dich, aber ich bin stolz, aber nie zufrieden. Weißt du, ich meine, so, Gute das hört sich Einstellung. jetzt zwar voll assi an, aber ich finde, wenn man halt dann nur noch stolz ist und immer zufrieden ist mit dem, was man hat oder so, dann strengt man sich da wieder viel weniger an. Weißt du, ich meine, dann geht es Ja. ja auch nicht weiter. Man sollte immer zufrieden sein mit seiner Leistung, stolz, aber es geht halt immer besser, immer weiter. Und ich Kurz bleib. gesagt, Alice bläst mir auch kein Zug an ihr aus. Also, da hört man mal, ja, gut gemacht, aber geht auch noch besser. Und ja, ich weiß nicht, ich brauche auch Nee, niemand. gar nicht so. Ja, doch schon. Also, ich brauche ja auch niemand, der mir nur Zug an den Arsch bläst. Das ist ja vor allem jetzt, wenn du Man halt mehr muss eher Reichweite sagen, kriegst. immer wenn er Danke fürs rumheulen Aussprechen. will, bei der Diät, jetzt weiß ich mal, wie das ist, Ja. immer wenn er rumheulen will, wie anstrengend das ist und auf dem Ja, Zahnfleisch. dann sagt Alice, Junge, raff dich mal zusammen und dann raff ich mich zusammen. Aber was bringt mir das, wenn ich eine Freundin hätte, die gesagt, oh ja, ich weiß, es ist so hart, aber wir schaffen das gemeinsam und was weiß ich. Das sage ich aber Dann denke auch. ich mir, ja, aber sie lässt mich dann und sagt, hey, deine Entscheidung, zieh durch oder nicht. Und das ist halt, ist eigentlich auch gut fürs Mindset, weil ich glaube, Verweichlichung in unserer Generation ist schon so ein großes Stichwort und ja, das braucht man nicht bei einem Haushalt Kolb. Gut, ich denke, das war ganz gut beantwortet. Kommen wir nun zu den Eigenschaften. Amon Winkler fragt, welche Eigenschaft am anderen könnt ihr gar nicht ausstehen? Ich habe einen, ich habe ihn erst heute Morgen deswegen Was? angestresst. Kommunikation. Nee, besser. Die Eigenschaft, dass er alles, was so Jim angeht oder so, ist er so ein ordentlicher Mensch. So die Hanteln werden wieder zurückgeräumt, so die Scheiben. Das Gerät wird wieder in seine Ausgangsposition zurückgestellt. Alles Mögliche. Schlaf wird optimiert. Aber im Haushalt bist du der unordentlichste Mensch, den es gibt. Erst heute Morgen hatten wir die Diskussion. Mein, habe Und ich jetzt fragen gesagt? wir die Community, wir haben so eine schwarze Waage und dann stellt ihr da diesen Shaker drauf und dann kommen da diese ganzen Pulver rein, eigentlich in diesen Shaker. Und jedes Mal ist 100 Gramm Pulver auf dieser 200 Waage. Gramm. Auf dieser Waage. Dann Jungs. daneben liegt der Trichter rum, offene Flaschen. Und das Männer, ihr Beste wisst, wie es ist, ist. Pre-Workout. Frau leere macht schon weg Dosen hier. stellt er immer auf den Müll, nicht in den Müll. Immer.
auf dem Ja, weil ich mir denke, vielleicht kann man das ja noch irgendwie anders gebrauchen. Ja, soll ich damit ja, man kann es recyceln. Du kannst Blumenerde rein und dann eine Blume daraus züchten mit lassen. Mit ESN-Design-Away-Dosen. Kann man zum Beispiel ich machen. So aus. Vielleicht wird das mal ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Aliches Blumen aus Dosen. Aber ja, da kann ich mich bessern. Und wo ich auf jeden Fall eingreifen kann, ist Aliche, was irgendwie einerseits gut ist manchmal, andererseits toxisch. Sie muss immer das letzte Wort haben. Und die beste Unterhaltung ist einfach Stefan Kienzel, mein Coach, und Aliche, wenn die ein Thema gefunden haben. Zum Beispiel, welche Stadt ist die bessere, Wien oder Berlin? Freunde, ihr könnt die in der Cheesecake Factory 4 Stunden sitzen lassen. Und beide sind so Kandidaten, die müssen das letzte Wort haben. Und dann geht's hin und her und ich liebe es mittlerweile einfach nur noch zuzugucken. Aber ja, irgendwie auch tolle Eigenschaften, muss man ganz ehrlich sagen. Man kommt miteinander aus. Man kommt miteinander aus, vor allem ich leere es daneben, du putzt es weg. Ich wollte es gerade sagen, du ich und bin einer, ich brauche nicht Wörter, das, ich finde es nicht zusammen. Ich bin einer, ich brauche nicht das letzte Wort und dann überlasse ich es gern dir. Also von dem her, man ergänzt sich ganz gut. Oder auch nicht. An die Ehrenfrau, wie stehst du zu Ausreisen in die USA? Wurden wir auch ja häufig gefragt, jetzt nachdem wir waren jetzt ja über einen Monat in den USA, waren in der Prep zweimal in den USA. Ich finde es irgendwie witzig, über was sich Leute Gedanken machen, weil, guck mal, wir waren jetzt auch in Holland und fragt man dann, ob wir jetzt nach Holland ausreisen. Vielleicht. So, weiß ich mal. Ja, auch das Wort weiß, wie ich meine, benutzt Alice in letzter Zeit ziemlich häufig. Und ich tue sie immer darauf hinweisen, weißt du, wie ich meine? Nee, ich finde halt einfach, es gibt noch, wir waren in so wenigen Orten im Vergleich, wie viel es auf der Welt gibt. Deswegen finde ich es halt schwierig, irgendwo hinzuziehen, wenn man noch nicht gefühlt überall war. Weil kann ja auch sein, wir reisen jetzt nach China und dann sagen... Du musst erst in die ganze Welt. Ja, ist doch so. Ja. Kann ja, auch sein, wir reisen jetzt irgendwann mal nach Honolulu und dann sagen wir so, boah, voll geil, Hawaii, da wollen wir hin. Und dann sind wir aber gerade erst nach Amerika gezogen. Kleiner Funfact, ich dachte immer, Honolulu ist eine erfundene Stadt von meinen Eltern, weil die immer gesagt haben, ja, dann fahr nach Honolulu. Ja, das ja? Ist jetzt euch auch so, ganz ehrlich, muss ich raushauen. Aber nee, ich verstehe dich da auf jeden Fall. Ich bin natürlich aus sportlicher Seite sehr begeistert von den USA und es gibt ja immer mehrere Seiten. Man hat immer, genau, das wollte ich dazu auch sagen, Alicia hat dann immer noch andere Seiten im Kopf, die ich jetzt nicht bedenke und ich das auch den Zuschauern nicht übel nehmen kann, weil die halt eben auch den sportlichen Aus sehen und halt nicht, also die meisten wahrscheinlich nicht daran denken, okay, aber wie ist es denn da, Kinder groß zu sehen in den USA, wie ist es mit dem gesundheitlichen Support dort und so. Und ja, es sind alles Punkte definitiv, die man da beachten muss, aber wir fühlen uns hier eigentlich aktuell ganz gut und solange das der Fall ist, ja, grinden wir da so auch weiter und wenn es mal nicht so sein sollte, lassen wir es euch wissen auf jeden Fall. Der Hubi fragt, wer schnarcht lauter? Man muss sich das so vorstellen, er hat mir nie geglaubt, dass er so laut schnarcht. Er hat immer gesagt, ich würde mir das einreden und so. Nee, ich wollte es mir nicht einreden, aber ich dachte, es ist immer nicht, gesagt, ich übertreibe. Ich dachte, es ist nicht der feuerspuckende Drache, so wie Alice es liebevoll nennt. Genau, und jetzt... Digga, das ist schon krass. Also, jetzt geht's noch so, aber ihr könnt euch vorstellen... In Dubai habe ich sie ihm jetzt einmal auf. Ja gut, da hatte ich auch wieder 116 Kilo Wasserbüffel. Es fuck. Du schnarchst immer so laut. Die Bloßstellung. Ja, Freunde. Und so nur noch ein paar Oktaven höher geht es tiefer. Die ganze Nacht. Nee, höher. Ja. Du bist manchmal so laut wie so eine Kreissäge. Das ist ganz arg. Und da fragt ihr, wie der Kerl den Muskel aufbaut. Ich liebe meinen Schlaf und in Dubai war es auch echt der Bärenschlaf, der Winterschlaf, der ausgebrochen ist. Vor allem das Peinlichste ist immer an Flughäfen, also wenn der einschläft, dann schnarcht er so laut. Ich bin immer daneben, hellwach, jeder macht schon Bilder und so lacht und ich denke mir so, ja okay, kaum peinlich. Wie sehr wollen Sie mich noch in die Pfanne hauen? Ja, ich zähle halt noch alles. Ja, trotzdem mit dir zusammen. Mrs. J, eine Abonnentin von dir, fragt, was ist Alices Lieblingsübung im Gym? Und dann schreibt sie noch dazu, sie ist mega lieb, antwortet immer auf Insta. Was ist deine Lieblingsübung? Seitheben, würde ich auch sagen. Irgendwas mit Schulter, ja. Knallt Alice mal richtig weg. 171 Lukas fragt, wie viel müsste Magus Alice zahlen, dass Us in die Offene darf? Fun-Frage. Kann ich gleich vorweg beantworten, der Weg in die Offene ist erstmal nicht angepeilt und dementsprechend ja, müsste Markus erstmal mir was zahlen und nicht Alice, weil es ist immer noch meine eigene Entscheidung. Ich will anmerken, du kannst jederzeit in die Offene gehen. Ich hindere ihn nicht daran. Ja,
Männer, holt mir die, was isst Markus immer? Tiefkühlpizzen. Holt mir die Tiefkühlpizzen, holt mir die, die Schlemmerfilets und ab in die offene, Freunde. Nee, aber... Ich hindere dich nicht daran. Alice hindert mich, wie gesagt, nicht daran. Sie meint es nur gut mit mir und ja, meiner Karriere. Und ja, ist aktuell noch nicht mein Ziel. Soll sich das ändern? Seid ihr sicherlich die Ersten, die davon Wind bekommen. Dann an den Meta sucht die neben mir eine Meta-Frage, die ich eigentlich ganz cool fahre, von Danny Cat. Welchen neuen Meta-Flavor wünscht sich die Ehrenfrau? Hashtag Meta-Junkies. Er ist auch einer davon. Was würdest Schokolade. Du so feiern? Niemals. Meta-Schokolade. Ja, dann könnte ich die ganze wie so ein Kaba trinken. Ist ja übergeil. Vielleicht mit so Dark. Ja, aber es wäre dann sauer. Ja, Zartbitter-Schokolade. So alt sind wir also schon. Zartbitter. Kommt sie mir in die Ecke. Gut, Schokolade. Was wäre so ein fruchtiger Geschmack? Schokolade. Erdbeere. Erdbeermeter. Ich mag Erdbeeren. Also vielleicht. Es sind zwei Dinge, ja, die erhöht. Niemals in unserem Leben passieren werden. Sag niemals nie. Dann René Elbeck fragt, was war das Verrückteste, was ihr als Paar zusammen gemacht habt? War schon der Oman-Trip. Ja, die haben voll viele verrückte Sachen. Wir sagen uns das dann auch immer, boah, wie crazy. Ja, wenn man so retrospektiv das Ganze dann betrachtet und ja, rückblickend überlegt, was da eigentlich abging, denken wir uns dann immer so, wir liegen dann irgendwo im Bett oder so und sagen uns, ey, völlig verrückt, was da passiert ist. Deswegen, ja, zusammen viel erleben, Freunde. Wenn ihr eure Partnerin, euren Partner am Start habt, dann nimmt so viel mit, wie es geht. Und ja, erlebt verrückte Dinge zusammen auf jeden Fall. Benchpress Power fragt, seid ihr beide auf der FIBO? Und das können wir mit einem knackigen Ja beantworten. Letztes Jahr wurden sogar die ein oder anderen Pictures mit Alice gefetzt. Also dieses Jahr wahrscheinlich am eigenen Stand. Nee, aber, ja, wollte ich gerade auch sagen, ja. Am eigenen Stand natürlich. Ja. Wo wir uns unterhalten können, austauschen ja, können cool. Über die neuesten ja. Rezepte, Tipps. Und ja. Aber wir sind auf jeden Fall am Start. Freitag bis Sonntag, Freunde. Ich hoffe, ihr habt euer Ticket gesichert. Kommt bei FIBO vorbei und lasst uns Kölle auf jeden Fall abreißen. Immanuel 8907, der Schlingel. Das sind jetzt alles so Insta-Namen, gell? Die können ja. Durchgehen, mach. Der Schlingel fragt, wie oft habt ihr in der Prep Geschlechtsverkehr? Junge, deine Manieren, die müssen wir aber nochmal überdenken hier. Das würde ich gern, dass du uns das mal hier live und in echt vor Ort fragst. Und dann fragen wir uns, ob das ich wurde auch das was tatsächlich rausgekommen letztes Jahr auf der FIBO gefragt. Echt? Ja, und zwar wir Thema FIBO sind. Was hast du geantwortet? Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Ja. Und das war's schon wieder mit dem heutigen Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann schallert den Like nach oben. Schaut bei Alice vorbei auf Instagram. Es gibt zwar nicht viel zu sehen, aber das, was es zu sehen gibt, ist sehr spannend richtig. Und sehr interessant. Deswegen muss in die Welt hinaus. Männer, Damen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Adios, amigos.